Mahlzeit, willkommen beim Red Review Video Magazin in einem neuen Review meinerseits. Und heute wird es sehr skurril, sehr komisch. Und zwar reden wir über einen Freifallturm, wie das aussieht, wenn das die Russen bauen. Um genauer zu sein, geht es für dieses Review nach Frankreich in den Park St. Paul in St. Paul. Und das ist relativ in der Nähe von Paris, würde ich mal behaupten, Großraum Paris, Stunde vom Park Asterix ungefähr entfernt, wenn euch das vielleicht mehr sagt. Und in diesem Park stehen einige interessante Rides und eine Sache, die ich vorher gar nicht wusste, bis wir da gewesen sind, ist der Tour de Extreme. Und zwar ist das der Freifallturm im Park St. Paul. Und das Skurrile dabei ist halt, dass dieser von Pax gebaut wurde. Und Pax ist, wer den Kanal schon länger verfolgt, bekanntermaßen ein russischer Fahrgeschäftehersteller, der eigentlich für seine Achterbahn bekannt ist, von denen auch zwei im Park St. Paul stehen. Einer davon haben wir auch schon als On-Ride hier auf dem Kanal gezeigt. Das ist übrigens ja richtig, wie das einige auch in die Kommentare geschrieben haben. Die Achterbahn aus der französischen, oder ich glaube, das ist eine Schweizer Doku, französische Doku, über Fahrgeschäftsunfälle, wo die Frau drauf gestorben ist. Also, ne? Ja, die Todesachterbahn. Und dann steht halt noch ein Wild Train, der leider nicht von uns gefahren werden konnte. Das sieht man im aktuellen Vlog dazu. Und wie gesagt, steht da ein Pax-Turm mit einer Höhe von 40 Metern. Und ich so, Alter, also eigentlich lasse ich so eine 40 Meter hohen Freifalltürme einfach stehen. Vor allem stelle ich mich dafür nicht an, aber es war gerade nichts los. Dann überlegt man jetzt schon mal. Ja, komm, fahr ich das eben. Wir haben schon ein paar Aufnahmen von oben. Und es ist halt gut. Und das Coole bei St. Paul ist, dass überall vorne an den Rides Schilder dran hängen mit Hersteller und allen anderen Daten. Und ist so, hä, Pax? Krass, da musst du mitfahren. Dann geht es zum Podium hoch, richtig Kirmes-Style. Und da ist dann halt der Freifallturm. Der hat, ist halt eckig, hat vier Seiten. Auf jeder Seite ist ein Personenträger. Also die Gondel geht einmal drumherum und hat jeweils vier Sitze. So ganz typischer eckiger Freifallturm. Und ja, Schulterbügel, Gurt rein. Und ich setze mich dahin und denke mir schon so, oh, das ist aber irgendwie komisch hier. Und dann sitzt man quasi auf so einer Hühnerstange, auf so einem ganz schmalen Sitz. Ist ganz skurril, knallhart, ganz klein, irgendwie so, okay. Und ich so, das kann ja was werden. Das Ding soll laut Schild 120 km/h erreichen und 4,5 G. Naja, schauen wir mal, was dabei jetzt rumkommt. Und dann kommt halt das Catch-Car, das ist schon unten, das Catch-Car greift dann in die Gondel und wird ja dann nach oben gezogen, fährt nach oben. Und kleiner Exkurs in Freifalltürme vielleicht, um das jedem verständlich zu machen. Freifalltürme bremsen immer. Freifalltürme haben Bremsen, die nicht versagen können, denn das sind Dauermagnete, die die Gondel anziehen und dadurch kann nichts passieren. Stromausfall oder sonst was, der bremst immer. Heißt auch, dass diese Bremskraft ja immer vorhanden ist und der Motor dementsprechend stark sein muss, um die Gondel aus der Bremse rauszuziehen. Denn die Bremsschwerter, das, wenn ihr mal drauf achtet, da sind so weiße Platten meistens an Freifalltürmen. Und das sind die Bremsen, die Bremsschwerter. Und wenn der Motor die Gondel da rauszieht, muss der ja beim Rausziehen aus der Bremse ein bisschen mehr Kraft entwickeln, damit der das so schafft. Hat der jetzt nicht. Es ging sehr schleppend und sehr langsam und gemächlich aus der Bremse raus. Und der Motor kann scheinbar nur eine Stufe, denn als die Bremsschwerter vorbei waren, übertrieben gesagt, zieht er dich viel, viel, viel schneller raus. Also der Motor hat nur Einstellung 1 und nicht, ich ziehe aus den Bremsen stärker raus und kann dann nach normaler Geschwindigkeit mit weniger Leistung ziehen. Nö, ist ja okay, kann man so bauen. Was man nicht so bauen kann, ist die Anordnung der Bremsschwerter meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob das, also es ist mir hier beim ersten Mal erst so aufgefallen, das habe ich bewusst so noch bei keinem anderen Turm gesehen. Der Turm ist ja, wie gesagt, viereckig und hat an den äußeren Ecken, also an, es gibt es innere Ecken bei sowas eigentlich nicht, was rede ich da schon wieder, hat der jeweils ein riesen Bremsschwert, also ne, das hat ja eine gewisse Höhe und vier Stück, die alle auf der gleichen Höhe anfangen. So, du meine Güte. Normalerweise oder geläufiger ist es bei vielen Freifalltürmen, du hast ein Paket von drei Bremsschwertern. Nicht nur drei, sondern ein Paket von drei Bremsschwertern. Zum Beispiel bei den runden Türmen, die drumherum verteilt sind. Und dann ist ein Bremsschwert, fängt
nach einem Viertel, drei Viertel des Turms fängt das erste Bremsschwert quasi an. Die Hälfte dann davon, das nächste Bremsschwert und das dritte Bremsschwert dann zum Schluss, weil so ganz grob beschrieben, damit man das nachvollziehen kann. Heißt, die Gondel fällt, hat eine gewisse Geschwindigkeit, kommt zum ersten Bremsschwert, wird dadurch ja schon verzögert. Durch das zweite Bremsschwert wird noch mehr verzögert und durch das dritte Bremsschwert dann komplett verzögert. Und die Gondel zum Bremsen gebracht. Weil das baut sich ja dann langsam auf und dadurch hat man ein entspanntes Bremsen, was man früher nicht hingekriegt hat. Dadurch gab es ja die First Generation Freefall Tower, die zum Beispiel im Movieland stehen in Italien. Gibt es auch ein Video zu hier auf dem Kanal. Ich liebe dieses Ding ja einfach. Aber ich drifte ab. Und Pax hat halt irgendwann wohl gemerkt, oh, okay, es gibt Bremsschwerter, so magnetische, geil, bauen wir auch dran. Alle vier, es gibt nur vier überdimensionierte, fangen auf der gleichen Höhe an. Heißt, du hast kein reduziertes, keine Reduzierung, sondern bam, es wird gebremst. Und so ist es bei den Dingen auch. Du klatsch, ne, das Aushaken ist ja irgendwann ein bisschen grob, fällst, baust Geschwindigkeit auf und dann ist bam, auf dem Boden, nein, also in die Bremsen und denkst, ach du Scheiße, bist einfach mal einen Meter kleiner, alles zusammengestaucht. Nicht cool, aber sehr skurril und finde ich geil sowas. Also ich bin voll der Pax-Fan. Ich weiß auch nicht warum, aber ich finde Pax einfach geil, weil das so trashig ist. Ja, und dann war es das, dann geht es langsam nach unten, dauert ewig schon 3 Tage, bis die Bügel geöffnet werden. Und man hat es hinter sich und hat den Tour de l'Extrême überstanden. Was für ein Name für ein Freefall Tower. Wollte ich euch einfach mal erzählt haben, was da seit 2004 im Parc sur Paul steht. Geiles Ding, auf jeden Fall sehr skurril, habe ich so noch nicht erlebt. Ist dann noch ein Grund mehr, das mal auszuchecken. Vor allem gibt es dann halt auch noch zwei oder eine oder wie auch immer viele Parks-Achterbahnen und allgemein sehr schön Park. Parkcheck dazu wird noch kommen. Ist noch nicht fertig, kriegt ihr demnächst. Deswegen solltet ihr diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten sei noch gesagt, das hier mache ich alles in meiner Freizeit. Support-Links, wenn ihr das unterstützen wollt, gibt es in der Videobeschreibung. Und ich bin jetzt raus. Ihr seid die coolsten. Euer Bro fürs Ride Review, wie die Magazin. Das flüstert man eigentlich andersrum.